ich euch das Wichtigste zum Kehlkopf. Fachwort Larynx. Und wenn ihr nie mehr ein Video von mir verpassen wollt, dann müsst ihr nur noch auf den Abonnieren-Button drücken. Hier sehen wir einen Herrn, der hat auch einen Kehlkopf. Warum habe ich einen Mann ausgesucht? Weil man den im Volksmund sogenannten Adamsapfel beim Mann besser sieht. Wir Frauen, wir können den aber auch sehr gut ertasten am Hals hier an der Stelle. Und wenn wir schlucken, dann probiert das mal aus. Dann rutscht der Kehlkopf so ein bisschen nach oben und kommt dann wieder zurück an die ursprüngliche Stelle. Die Umgebung des Kehlkopfes sieht folgendermaßen aus. Etwas oberhalb über ligamentäre Strukturen verbunden haben wir das Hyoid, das ist ein Knochen. Und unterhalb haben wir hier das Krikoid, das ist Knorpel. Und hier sieht man auch schon die Knorpelspangen von der Trachea, also von der Luftröhre. Interessant ist, was da hinten dran kommt am Kehlkopf. Und wenn wir diesen Patienten mal auf den Rücken legen und durch den Mund hineinschauen, dann sehen wir sowas. Hier ist das live. Zum Beispiel von einer Laryngoskopie, also da wird der Larynx, der Kehlkopf, gespiegelt. Das habe ich persönlich schon viele tausende Male getan, als ich Narkosen durchgeführt habe. Und dann stellt man sich diesen Kehlkopf bei der Vollnarkose ein und der Intubationsschlauch, der muss hier an den Stimmbändern vorbei. Hier sieht man es besser, also hier würde jetzt der Tubus eingeführt werden, ganz vorsichtig, damit man die Stimmbänder nicht beschädigt, sonst ist der Patient heiser. Und dann geht es da ab in die Luftröhre und zur Lunge. Hier nochmal der Kehldeckel, der die Stimmritze verschließen kann, wenn wir jetzt einen Keks essen, damit es da nicht reinkrümelt. Und jeder hat sich auch mal an seiner eigenen Spucke verschluckt. Das kommt, wenn man sprechen und schlucken möchte zur gleichen Zeit. Also dafür hier die Epiglottis, die macht das dicht und dann kann man auch mal schlucken. Denn hinten dran liegt die Speiseröhre, die wäre dann hier, dorsal vom Kehlkopf. Warum habe ich jetzt das Bild hier ausgesucht? Das liegt an den schönen bunten Farben. Alles, was so rötlich ist, ist Muskulatur. Das Blaue ist der Knorpel, also hier der Schildknorpel, hier hinten die Ariknorpel, die können die Stimmbänder so ein bisschen einstellen und hier das Krikoid von hinten. Ja, und jetzt zur Innervation, also immer wenn ich einen Muskel bewegen möchte, dem Muskel muss man mal sagen, was er zu tun hat und das läuft über Nervenbahnen und der Nervus recurrens ist für alle bis auf einen von diesen Muskeln zuständig. Es ist ein Abzweig vom 10. Hirnnerv. Da haben wir den rechten Nervus vagus. Und da sieht man hier bei der Arteria subclavia, da gibt es diesen Abzweig, der geht hinten rum. Und das ist der recurrens. Auf der anderen Seite haben wir hier wieder den linken Vagus. Und da geht der recurrens aber hier noch einmal um die Aorta herum, also ein bisschen unterschiedliche Anatomie rechts und links. Und damit man sich das noch besser vorstellen kann, also hier würde dann der Rekurrenz durch die Schilddrüse, die sieht man in braun, der geht da mitten durch und kommt dann hier wieder zu diesen Muskeln, die da am Kehlkopf sitzen. Warum habe ich dieses Bild ausgesucht? Der eine oder andere wird ja mal an der Schilddrüse operiert. Die wird zum Teil entfernt manchmal, das nennt sich dann subtotale Thyreoidektomie oder es gibt auch die komplette Thyreoidektomie. Und wenn jetzt dieser Rekurrenznerv sich ja da durchschlängelt durch die Schilddrüse, da muss man auf den besonders gut aufpassen. Es gab Zeiten, da hat man, der Chirurg hat den extra dargestellt und gesagt, ja, guck mal hier, da ist er. Man hat den sogar angeschlungen mit so einem Gummiband, dass man den ja nicht beschädigt. Das Ende vom Lied war, dass der Rekurrenz beleidigt war. Der Patient konnte dann hier diese Muskeln nicht so gut
verwenden und war heiser. Inzwischen lässt man den Rekurrenz in Ruhe, damit man den nicht auch noch irritiert. Aber natürlich muss der Operateur aufpassen, weil es sonst zur Lähmung dieser Muskeln kommt und die Stimmritzen dann nicht mehr geöffnet werden können. Und wenn man die beide durchtrennen würde, dann wäre die Stimmritze zu, Patient kriegt keine Luft und erstickt. Ja, also so viel zum Larynx. Da haben wir ihn nochmal zum Ertasten unter der Haut, da zum Reinschauen, hier nochmal das Live-Präparat. Der Nervus recurrens ist der Nerv, der diese ganzen Muskeln hier betätigt. Und zusätzlich ist es halt noch wichtig zu wissen, dass die Schilddrüse, die sehr, sehr gut durchblutet ist, also quasi hier rechts und links da von dem Larynx, da würden wir die finden. Und ein Wort zum Schluss noch zum Luftröhrenschnitt. Das ist ja immer so eine Sache, die spannend ist in der Notfallmedizin, wo schlitze ich da jetzt rein und die Stelle ist hier unterhalb vom Kehlkopf und oberhalb vom Krikoid. Also hier würde man reingehen mit dem Schnitt. Das hat die Bewandtnis, dass einmal hinten dran an der Stelle ja auch noch Krikoid ist, also dass man da auch dann mit dem Schnitt abstoppen würde an dieser Struktur. Und zum anderen, wenn man mal da guckt, hier ist ja der Larynx und da sieht man gerade noch so den Isthmus von der Schilddrüse, aber hier der Großteil der Blutgefäße verläuft ja hier unten und es wäre kontraproduktiv, wenn wir jetzt den Patienten irgendwo reinstechen, wo er dann auch noch anfängt zu bluten. Also die Stelle hier müsste man dann aufsuchen. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch und hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in meinem nächsten Video. So, ihr Lieben, und wenn euch meine kurze Zusammenfassung gefallen hat, dann freue ich mich über Daumen hoch und hier gibt es auch gleich noch den Abonnieren-Button. Im Moment ist ja Vorbereitung auf diverse Prüfungen angesagt und bitte schreibt mir doch in die Kommentare, welche Informationen ihr noch gebrauchen könnt. Und dann denke ich mir ein paar neue Videos aus, um euch weiterzuhelfen. Bis dann, ciao, ciao, eure Claudia Bignon.